Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Kanzi-Gitarrenkurses auf YouTube. In der letzten Folge haben wir uns mit Mabel Carter beschäftigt. Heute machen wir dort weiter und bauen die Sache noch ein bisschen aus. Ich freue mich darauf. Viel Spaß und Katsching! Im letzten Video habe ich dir schon ein paar Bassläufe gezeigt, die Mabel Carter sehr gerne in ihr Spiel integriert hat. Heute zeige ich dir, wie diese Läufe gehen. Die Bassläufe, um die es hier geht, haben den Zweck, Akkordwechsel spannender zu machen. Dazu ein kleines Beispiel. Ich wechsle jetzt von G auf C, ohne Basslauf. Mit Bassläufen würde ich sie so anhören. Für uns stellen sich jetzt zwei Fragen. Welche Töne verwende ich und wie baue ich sie ein? Bei den Tönen ist es relativ einfach. Stell dir dazu die C-Dur-Tonleiter vor. Angenommen, wir möchten von einem G-Akkord auf C wechseln. Ja, dann haben wir die Töne C, D, E, F, G. Jetzt haben wir unser G. G, A, H, C. Das heißt, zwischen G und C haben wir die beiden Töne A und H. Und genau die benutzen wir quasi als Treppenstufen, um von G nach C zu gelangen. In der Praxis, ich habe hier mein G, ja, und hier mein C. A und H sind leicht zu finden. Das A ist auf der offenen A-Seite, das H ist auf dem zweiten Bund der A-Seite. Das heißt, rückwärts ist es genauso C, H, A, G. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Töne einzubauen oder auch andere Töne einzubauen. Ich bleibe jetzt hier einfach mal bei der Basisvariante, die an sich schon sehr gut klingt. Der Grundgedanke beim Einbauen ist ja, dass wir Platz für diesen Basslauf schaffen müssen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Takte G spiele und dann zwei Takte C, kann ich nicht meine zwei Takte G zu Ende spielen, dann den Basslauf machen und dann aufs C wechseln, weil nach den zwei Takten ja schon der Wechsel auf den C-Akkord erfolgt. Das heißt, ich muss von meiner Begleitung in G ein Stück abschneiden. Keine Angst, das ist in der Praxis viel einfacher, als es sich jetzt vielleicht anhört. Die erste Möglichkeit ist, dass ich einen Basslauf spiele, der vier Töne umfasst und vier Schläge dauert, sprich einen kompletten Takt. Von G auf C wäre das 1, 2, 3, 4 und dann C. Ja? Wenn ich jetzt zwei Takte G spiele, lasse ich einfach den zweiten Takt weg, oder besser gesagt, ich lasse ihn nicht weg, aber ich spiele in diesem Takt statt der Begleitung den Basslauf. Also nicht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter, sondern nur einmal 1, 2, 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rückwärts ist es genauso. Sagen wir zwei Takte C, zurück auf G, nur einen Takt Begleitung spielen, um Platz für den Basslauf zu schaffen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit dauert nur zwei Schläge und braucht auch nur zwei Noten. In dem Fall die Übergangsnoten, die dazwischen liegen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In diesem Fall benutze ich also im zweiten Takt nur die Schläge 3 und 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Das heißt, dass ich 1 und 2 noch spiele, ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jetzt 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist von der Methode her und Rhythmik her eigentlich schon alles, was es dazu zu sagen gibt. Allerdings haben wir noch mehrere Akkorde, auf die wir wechseln können oder wollen. Und ich zeige jetzt auch noch die Töne dazu. Wenn ich von G auf D wechsle, benutze ich hier das H, zweiter Bund der A-Seite, und das C auf dem dritten Bund der A-Seite als Übergangston. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2. Wenn ich von D dort zurückspiele, mache ich es in dem Fall nicht so, sondern ich gehe über das A und das H zurück aufs G. Ja? Ich könnte es auch über das C machen. Funktioniert genauso. Klingt ein bisschen anders, ist aber genauso gut. Ja? Du hast also die Wahl, wenn du es in einem Stil halten möchtest, würde ich H und A nehmen, weil dann haben wir immer die beiden Nachbartöne unseres Ziltones, ja? Dann sind wir gleich daneben. Das andere funktioniert aber genauso, macht die Sache ein bisschen spannender. Es entscheidet der persönliche Geschmack. Von C auf D ist es wieder ein kleines bisschen anders, weil wir zwischen C und D nur einen Ton haben, und zwar unser Cis. Also hier C auf dem vierten Bund der A-Seite, dem nächsten Bund, ist das Cis, und dann sind wir eh schon beim D. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und zurück genauso. Genauso fällt es sich von G auf A. Wenn du von C auf A gehst oder von G auf A, jetzt sind wir wieder beim Denken in Bildern, haben wir die gleiche Methode. Und zwar dritter Bund, zweiter Bund, und wir sind da. Ja? Was du alternativ machen kannst, ist, dass du mit chromatischen Tönen arbeitest. Bedeutet, wir nehmen jetzt nicht die Töne oder nicht ausschließlich die Töne aus der Dur-Tonleiter her, sondern die Töne, die nicht darin vorkommen. Denk ganz einfach mal an Klavier. In der Sprache der Klavierspiele würden wir sagen, wir benutzen die schwarzen Tasten. In dem Fall wäre es nicht so, sondern klingt auch spannend, ja? Von C auf F ist es vom Griffbild her genauso wie von G auf C. Mir ist klar, dass das jetzt am Anfang sehr viel auf einmal sein kann. Im Laufe der Zeit werden dir diese Läufe auch im Fleisch und Blut übergehen. Meine Empfehlung: Schnapp dir ein paar Akkorde und übe die Wechsel dazwischen mit den Bassläufen. Probier auch dabei aus, Wechsel mit 4 Tönen zu machen und Wechsel mit 2 Tönen. Und wenn du dir mit 2 Akkorden sicher bist, kannst du einfach den dritten Akkord dazu nehmen. Dann einen vierten Akkord als Beispiel. Thank you.
Wenn du diese Sachen geschafft hast, hast du ein gewaltiges Reservoir an Begleitmöglichkeiten zur Hand. Weil wir haben jetzt unseren einfachen Rhythmus, mit Wechselschlag. Dann haben wir beide Rhythmusvarianten mit Wechselbass. Damit sind wir schon bei 4 Grundrhythmen, die wir jetzt auch noch mit Bassläufen würzen können. Und dabei haben wir 2 verschiedene Bassläufe zur Auswahl. Sprich, du hast jetzt wirklich einen ordentlichen Werkzeugkasten an der Hand, mit dem du Country-Songs begleiten kannst. In den nächsten Videos werde ich dir eine Reihe von Country-Klassikern vorstellen und dabei auch demonstrieren, wie du all diese Techniken mischen kannst, um ein total lebendiges und abwechslungsreiches Klangbild zu erzeugen und diese Songs so richtig toll in Szene zu setzen. Ich freue mich riesig darauf und wir sehen uns am nächsten Country Freitag. Bis dahin, ciao!